60 Fachbetriebe und hunderte Schüler. Der Berufserlebnistag der WKO Grieskirchen in der Ralf-Assen-Sportarena im Schulzentrum hat völlig neue Dimensionen angenommen. Einer der möglichen künftigen Lehrlinge, das ist der 13-jährige Leon. Er möchte Mechaniker werden. Schule freut mich generell nicht so und das Lernen auch nicht und darum möchte ich gerne Lehre machen. Ich finde, es war recht gut aufgebaut. Ich habe viele interessante Sachen gekriegt von einem Stand. Ja, ich finde, es sind auch super Leute. Ja. Ja, der Berufserlebnistag 2023 hier in Grieskirchen ist ein Riesenerfolg. Wir haben über 60 ausstellende Firmen und ein Rekord an Besucherinnen und Besuchern und vor allem die vielen Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Bezirk. Heute ist die Chance für jeden Schüler, sich hier zu informieren, die Betriebe vor Ort kennenzulernen, mir Schnuppertermine auszusuchen, weil ja das auch ganz wichtig ist, dass die Jugendlichen sich ganz viele Berufe anschauen. Unter den Ausstellern, Unternehmen und Betriebe der ersten Stunde des Berufserlebnistages und zahlreiche, die zum ersten Mal mit an Bord sind. Ja, ich glaube, wir sind da schon Jahrzehnte dabei und es freut uns wirklich sehr, dass das wieder so extrem gut besucht ist. Ja, und warum sind wir dabei, ist ganz klar, auch wir suchen Facharbeiter. Bei uns darf jeder schnuppern, egal ob wir einen Lehrling suchen, ja oder nein, oder einen Jugendlichen, wobei wir suchen immer. Einerseits kann jeder Jugendliche bei uns, der sich für uns interessiert, ein Praktika machen. Ein Praktika, ein, zwei Tage oder er kann auch ein Trainee-Programm, das über mehrere Monate sich zieht, absolvieren, wo wir auch viel Geld in die Hand nehmen in die Ausbildung. Ja, die Schulstadt Grieskirchen vernetzt sich hier mit der Wirtschaft. Das ist ganz ideal, wenn man schaut, wie viel hier los ist. Es sind hunderte Jugendliche da mit ihren Eltern, um Lehrberufe zu suchen. Es sind so viele Fachbetriebe da aus dem ganzen Bezirk, da geht einem wirklich das Herz auf. Den jungen Leuten stehen die Türen offen. Sie können aus mehr als 200 Lehrberufen wählen, an jeder abwechslungsreich und entsprechend lehrreich. Theresa Meyer fertigt orthopädische Schuhe an, in echter Handarbeit. Mir taugt das einfach, wenn man was mit den Händen macht und dann hat man am Ende des Tages Muster oder Stücke, was sagst, das habe ich heute gemacht, beziehungsweise sind halt dann ein paar orthopädische Schuhe, Einlagen. Also für uns wird alles im Haus gemacht. Bei uns wird eben auch genäht und mit dem Leder gearbeitet und dann kommt da die Sohlen drauf. Die, was Interesse haben, sind es einfach anschauen, weil man kann sich oft nichts darunter vorstellen. Jonas Samhaber ist Kälteanlagentechniker und hat täglich mit Klimaanlagen und Kühlräumen zu tun. Du hast eine abwechslungsreiche Arbeit, du musst immer mit dem Kopf dabei sein, weil es kann auch was passieren. Es ist auch ein nicht so ungefährlicher Beruf, aber interessant. Es ist sehr attraktiv, eine Lehre zu machen. Man hat auch viele Möglichkeiten, Lehre mit Matura. Oder auch später, wie gesagt, Karriere mit Lehre bis zur Selbstständigkeit.